Geschenk hat sein Ziel erreicht, freut sich und jetzt kommt der Helfer wieder, macht sich dort streitig und nochmal einen Angriff. Wichtig ist auch hier schon, dass der Hundeführer Vertrauen zu dem Hund auch macht, damit er später, wenn der Hundeführer zu ihm kommt, wenn er in einer Beißlage ist, nicht irgendwie ein negatives Gefühl hat. Wie gesagt, das ist eine Ausbildung, die jetzt in September.
mal zeigen, da haben sich wirklich Leute die Ärmel gewickelt, haben und leider abgestochen. Das war bei der Polizei so. Seitdem hat man die ganze Körper, also die Hunde auch in die Beine beißen, zum Beispiel. Der Hundekamerade wird zurückgerettet.
Ich bedanke mich bei Ihnen und wünsche Ihnen an dieser Stelle noch einen wunderschönen Tag hier von der Schule für Kunstgewesen. Und kann ich nur recht herzlich einladen, um 15:45 Uhr nochmal eine kleine Veranstaltung beizutreten. Vielen Dank. Das war
der Pfefferpfeil schreibt ja auch
Thank you.
sehr oft ist es auch so, dass Lehrerinnen parallel im Einsatz sind. Also die Hunde sollen schon arbeitsfokussiert sein und nicht darauf fokussiert sein, vielleicht den Weg cooler zu attackieren oder wie auch immer, sich mit dem zu prügeln. Einfach mal zu sagen, ich war alles auf